Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening-Event starten. Wir wollen wieder 100 Archäologie-Kisten öffnen. Und dazu habe ich mir schon 100 Arakor-Kisten umgewandelt. Und ich hoffe, ich kriege die letzte Quest, die mir fehlt. Ihr seht, hier vom letzten Video haben wir noch die von den Clans von Draenor offen. Die hatte ich ja das letzte Mal bekommen. Und jetzt dementsprechend nochmal Arakor am Durchballern. Wir haben auch noch einen Haufen von diesen Runensteinen quasi. Und ja, ich hoffe, ich bekomme die nächste Quest oder die letzte Quest besser gesagt, um dann endlich mal hier mit Archäologie fertig zu sein. Und da würde ich sagen, steigen wir ein, Makro haben wir am Start, machen die 100 Kisten auf, powern hier ein bisschen durch. Und ja, ich hoffe, ich kriege das Ding jetzt endlich mal raus, ne? Ich bin jetzt schon eine Weile am Archäologie machen und bin immer noch so ein bisschen am bereuen, dass ich damals ja mit Monk die Achievements gemacht habe, weil ich mir dachte, komm, ich krieg nebenbei noch ein bisschen EP durch, während ich die Achievements mache und jetzt will ich ja halt im Main die Quests haben und ja, ist ein bisschen nervig. Jetzt muss ich es halt nochmal machen, aber ich habe mich dazu entschlossen, ich ziehe durch und ja, wenn ich mich entschließe durchzuziehen, dann mache ich es auch, bis ich es habe. Und jetzt hoffen wir mal, dass es endlich drin ist, weil so langsam könnte es mal gut mit Archäologie sein, hätte ich mal gesagt. Ich brauche hier, das ist sogar der Traumfänger, ne, den ich brauche. Ah, schade. Ich hatte gerade richtig die Hoffnungen, ne? Ich hatte gerade. Er ist nochmal. Komm, jetzt Daumen drücken, Leute. Ach komm, jetzt habe ich ihn zweimal und es kommt halt einfach nicht. Oh boy, oh boy. Weil das Ätzende ist, oft hast du halt dann, dass es ewig lang nicht kommt. Hier gibt es übrigens verschiedene Traumfänger, aber ich brauche den hier, meine ich. Also. Ich meine, ich brauche den Traumfänger, genau. Ich habe mir das schon so ein bisschen an den Symbolen gemerkt, ne, was ich haben will. Man hofft ja dann immer so ein bisschen mit, ah, ist es jetzt dabei? Ist es jetzt dabei? Und dann enttäuscht es wieder. Und dann kriegst du irgendwie dreimal irgendein anderes Ding, was du halt nicht brauchst. Und denkst du so, Naja, aber da kann man leider nichts machen, ne? Ist halt einfach eine Lachssache. Ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen durchgeguckt, ne? Wie viele Teile ich insgesamt gebaut hat, gehabt von den einzelnen Dingern. Und das, man sieht das ja auch so ein bisschen. Ich bin, glaube ich, so im Schnitt so bei 20 bei jedem, was jetzt noch nicht ultimativ viel ist, aber dennoch nervig, ne? Also, ich weiß, in MOP war ich damals beim Schnitt bei 50, meine ich, von den Dingern. Also, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber das, ich will es jetzt nicht verschreien, aber es kann immer noch passieren, ne? Dass das letzte Teil sehr lange auf sich warten wird. Und ich kann mir auch noch so dunkel zurückerinnern an die WoD-Zeit, als ich das mit dem Monk gefarmt habe und da war ich gefühlt Wochen im Spitzen von Arak. Da hat mir nämlich auch nur noch hier ein Teil von den Arakora gefehlt. Ich weiß leider nicht mehr, welches Teil das war von den Arakora. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass es Arakor war, weil Spitzen von Arak konnte ich danach nicht mehr sehen. Das kann ich nur sagen. Es gibt ja Gott sei Dank so Karten, wo man dementsprechend diese Gebiete umstellen. Also man kann dann immer die Ausgrabungspunkte neu ordnen. Ne? Und wenn man dann keine mehr in Spitzen von Arak hatte, zack, hat man das wieder eingesetzt. Und das wird mir jetzt halt auch blühen. So, 200 Dinger haben wir noch. Jetzt werden wir die noch durchballern und hoffen, dass es vielleicht doch noch kommt. Na komm, bitte. Na, seht ihr, jetzt kriege ich x-mal das gleiche hier. Sonnenkugel. Bärengefäß. Jetzt kann ich noch zwei Teile wahrscheinlich bauen, dann ist Feierabend. Nochmals Bärengefäß. Ich hasse dich. Und nochmal die Sonnenkugel. Schade, da sollte nichts drin sein. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 6 haben wir dann. 10, 12, 13, 16 müssten wir haben, falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, so im Schnitt 15 Dinger kriege ich wahrscheinlich etwa raus, ne, wenn ich hier das Zeug umwandle. Ah ne, warte mal, da oben waren auch noch welche. Die habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mitgezählt. Vielleicht waren es auch ein paar mehr. Gut. Also da, ich krieg dann halt gleich schon wieder ein paar Kisten zusammen, ne, fürs nächste Opening. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen was muss ich dann noch farmen. Das müsste ich so knapp auf 80 noch kommen hier. Muss ich nochmal 20 farmen. Und dann können wir wieder loslegen. Mal gucken, ob ich das heute Nachmittag noch hinkriege. Ich bin schon ein bisschen heiß drauf, ne? Ich will es jetzt halt fertig kriegen. Bin dann immer ein bisschen ungeduldig bei solchen Sachen. Gut, für die Aufnahme soll es das aber gewesen sein. Leider, leider war es nicht drin. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt nochmal ein paar Dinger sammeln. Und dann gibt es wieder ein Opening, sobald wir hier fertig sind. Gut. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.